Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Blogunterricht. Ich bin der Goran von den Brainklubbern und heute reden wir über Import- und Exportbus von einem ME-Netzwerk. Bevor ich das tue, muss ich hier was nachtragen. Ihr erinnert euch hier an die ME-Storage-Monitore und die Items, die da drauf zu sehen sind. Und wenn man da rechtsklickt, gehen die weg. Und kaum hatte ich die Aufnahme abgebrochen, beendet, fiel mir ein, wie das funktioniert. Ja. Man nimmt einen Wrench und macht einen Shift-Rechtsklick auf den Monitor. Und damit lockt man oder unlockt man den Monitor. Wenn er gelockt ist, dann könnt ihr nämlich da draufklicken, wie ihr wollt. Es geht nicht mehr weg. Und wenn ihr hier diesen hier macht, unlockt, wenn ihr jetzt Rechtsklick macht, dann verschwindet das Item. Ja, dann könnt ihr ein anderes reinlegen. Zum Beispiel, ja, Glas. Super. Das war jetzt natürlich ganz klasse. So, Glas. So. Ja, und Shift, Rechtsklick. Jetzt ist er wieder gelockt. Jetzt geht es nicht mehr weg. So, also, das wisst ihr jetzt auch. Kommen wir mal zu den Import-Export-Buses. Für was sind die da? Mit dem Import- und dem Export-Bus kann ich aus dem ME-Netzwerk Sachen zum Beispiel in eine Kiste reinlegen, respektive sie rauspumpen, und zwar wirklich aktiv. Ja, das machen wir jetzt mal, nur um zu zeigen, wie es funktioniert. Ich hole mir jetzt einfach eine Chest. Ja, die da. Stell sie mal hier drüben hin. Ja, und schließe jetzt mal einen Export-Bus an. Und dieses Import und Export, das ist immer aus der Sicht des Netzwerks, des ME-Netzwerks. Das heißt, wenn ihr aus dem ME, wenn ihr einen Export-Bus, ja, zum Beispiel hier den Basic Export-Bus verwendet, dann bedeutet das, ihr exportiert aus dem ME-Netzwerk etwas hinaus. Im umgekehrten Fall, der Import-Bus, ihr importiert etwas in das Netzwerk hinein, also immer aus der Sicht des Netzwerkes. Ich schnapp mir jetzt mal so einen Basic Export Bus und schließe den mal hier an die Kiste an. So, was kann ich jetzt da tun? Ja, ich kann in diesen Export Bus, wenn ich den rechtsklicke, habe ich hier einen Slot, da kann ich was reinlegen. Zum Beispiel, ja, Glas. Nehmen wir mal Glas. So, was jetzt passiert ist, er schnappt sich das Glas, hier sieht man schon, es wird weniger, und exportiert es in diese Kiste. Fertig. Ja. Da wir auch Glas craften können, schauen wir mal, ob der craftet. Gucken wir mal hier an den Crafting-Monitor. Nee. Also der normale Export-Bus exportiert nur die Items, die im Netzwerk sind, craftet aber keine neuen und tut sie hier in die Kiste rein. Ja. Jetzt kann ich es auch andersrum machen. Ich schnappe mir jetzt einen Import-Bus. Basic Import-Bus. Ja. Schließe den an die Kiste an. Ja, ups, so wollte ich das nicht. Ich wollte den rechts klicken. Kann ich gar nicht. Den kann ich gar nicht konfigurieren. Der leert jetzt einfach die Kiste und schon sind die 15 Glas wieder im Netzwerk. Also Export, holt irgendwas raus. Import, schwupp, wieder rein. Ja, das ist alles. Mehr macht er nicht. Jetzt gibt es was da noch unterschiedliche. Und zwar, ich mache es jetzt für Export erstmal. Es gibt noch einen Fuzzy Export Bus und einen Precision Export Bus. Diese Busse, die sind ja präziser, ja, in der Form, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht einfach nur, dass du Glas exportierst zum Beispiel, sondern ich möchte auch sagen, wie. Und ich kann auch mehrere Items hier angeben. Ja. Ich kann hier zum Beispiel sagen, stackweise raus, ja. Oder einzelne Items und craften. Das heißt, wenn ich jetzt Glas reinlege und es ist keins mehr im Netzwerk, dann craftet er mir neues Glas, bis die Kiste voll ist. Ja? Und ich kann ja auch sagen, always craft, also nur craften. Gar nicht was im Netzwerk ist nehmen, sondern nur craften. Ja? Oder eben einzelne Items. Dann kann ich hier noch ein Redstone-Signal anlegen und kann sagen, okay, das Ding ist aktiv ohne
Signal oder das Ding ist nur aktiv mit Signal. Ja, das brauchen wir jetzt später, weil wir gehen da schon ein bisschen in die Tiefe rein. Das heißt also, so kann ich einen Precision Export Bus konfigurieren. Ja. Und dann gibt es noch den Fuzzy Export Bus. Der ist nochmal eine Nummer heftiger, weil der ist auch teurer. Ja. Dort kann ich noch zum Beispiel einen Vergleich machen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Minion Stone arbeite, ja, kann ich sagen, ich möchte beschädigte Teile oder teilbeschädigte Teile oder solche Sachen, möchte ich hier rauspumpen. Ja. Wenn zum Beispiel ich irgendwas aufladen will, ja, ich habe irgendein Werkzeug, das braucht Strom und das schmeiße ich ins Netzwerk rein und dann will ich zum Beispiel, okay, wenn dieses Ding nicht mehr als 75% geladen ist, will ich, dass der das rausholt und in eine Ladestation reintut und wenn es voll ist, soll er es dort wieder rausholen oder sowas, ne? Das mache ich mit dem Fuzzy und der ist also wirklich clever, ja? Braucht man aber nicht so häufig, am ehesten braucht man den Precision und den Basic. Ja. So, was macht man jetzt mit denen? Ja, konkretes Beispiel. Hier oben haben wir unseren Parallel-Pulverizer. Ja. Und ich habe die ganzen Rohre mal abgebaut. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal gesagt, ich habe gern die Pulver schon voll verarbeitet, habe ich die gern im Netzwerk. Ja. Und genau für so eine Aufgabe brauche ich nämlich diesen Export-Bus. Ich habe diese Maschine jetzt noch nicht komplett angeschlossen an das ME-Netzwerk. Das mache ich jetzt aber kurz. Und zwar, indem ich einmal das hier umbaue. Ja. Dann baue ich hier einen dran, so wie ich das unten gemacht habe in der letzten Folge. Und jetzt schließen wir die ganze Kiste an mit einem ME-Kabel. Und zwar so. Ups. Gehen wir hier hoch. Boden raus. Zack, angeschlossen. Ah. Und ich will hier oben auch noch diesen hier verbinden. So, jetzt haben wir die Maschine mal angeschlossen. Können da jetzt auch wieder Crafting-Rezepte reinlegen. Ja? Aber ich will jetzt kein Crafting-Rezept legen, sondern ich möchte hier jetzt einen Export-Bus anschließen. Ich möchte nämlich die ganzen Ores, die unten im Inventar sind, hier, die möchte ich nehmen und oben automatisch verarbeiten. Das machen wir jetzt mal. Ich schnapp mir ein Iron Ore, ich schnapp mir ein Copper Ore und ich schnapp mir ein Tin Ore. Weil mit einem Ore können wir nichts anfangen. Ne? Also das ist irgendwie, ja, da haben wir nichts von. Das müssen wir erstmal durch den Pulverizer jagen, damit wir es überhaupt weiterverarbeiten können. Das machen wir jetzt. Wir schnappen uns einen Precision Export Bus und schließen den an die Kiste an. So. Und verbinden den da drüben mit einem Kabel. So. Ihr könnt übrigens diesen Export Bus drehen mit dem Wrench. Also falls ihr ihn falsch gesetzt habt, normalerweise klickt man ihn genau an die Stelle, an die Fläche, an die er zeigen soll. Wenn er daneben klickt, ist kein Problem. Ihr könnt ihn mit dem Wrench jederzeit in jede Richtung drehen. Ja? Könnt ihr also auch wieder korrigieren. Ja? Rechtsklick drauf. Ich möchte, dass einzelne Items in die Maschine reinkommen. Nämlich einmal diese Ores, die Copper Ores und die Tin Ores. Ja. Ich hole mir jetzt noch weitere, weil ich die jetzt nicht im Netzwerk habe. Ich habe die nämlich vorher schon automatisch verarbeitet. Nämlich Gold Ore will ich noch drin haben. Ja. Dann werden wir, was bekommen wir aus den Quarries noch raus? Das auch nicht, das auch nicht. Silver werden wir bekommen. Silver Ore soll automatisch verarbeitet werden. Lead soll automatisch verarbeitet werden. Ferrous, das tun wir auch automatisch verarbeiten. Ja. Quantum kommt nicht. Uran habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ja, bräuchten wir eigentlich später mal. Aber ich habe Uran ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Okay, das soll es mal gewesen sein. Und das sollte jetzt auch schon funktionieren. Ja? Kommt hier schon was? Ach ja, hier fliegen schon Items.
Ja, okay. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich kein Ohr mehr, mache ich mir hier eine Lücke auf, kein Ohr mehr im System haben, außer ein paar Nether-Ores. Ah, da haben wir es gerade gesehen. Da kam ein Copper-Ore rein und hat es direkt rausgeblasen oben in den Pulverizer und gleich zu Pulver verarbeitet. Nämlich hier Pulverized Copper, da kam es gerade rein. So, was können wir jetzt mit diesem Bass noch machen? Ich habe in der letzten Folge gesagt, wir können zum Beispiel uns mal überlegen, ob wir irgendwelche Dinge vorcraften wollen. Ja? Zum Beispiel brauchen wir für ziemlich viele Rezepte Glas, wir brauchen für ziemlich viele Rezepte Eisen. Ja? Und im Normalfall gehen wir her und craften die bei Bedarf. Ja? Das kann aber eine Weile gehen. Und deswegen ist es sinnvoll, einen Teil der Items vorzucraften. Ja? Zum Beispiel eben immer ein bisschen Glas da zu haben, immer ein bisschen Iron Ingots da zu haben, ein paar Gold Ingots. Und wie macht man sowas? Das ist relativ einfach, ja, wenn man das Basssystem mal verstanden hat. Wir machen es jetzt mal mit Glas. Ich hole mal alles Glas aus dem Netzwerk und schmeiß es weg. Wir haben keins mehr da. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir schnappen uns ein ME-Interface und pappen das ja, mal irgendwo dran, wo es uns nicht stört. Ja, vielleicht nicht gerade hier neben dem Computer, vielleicht wollen wir noch erweitern. Komm, ich mach's oben hin. Ne, dann sehen wir es nicht gleich. Dann baue ich ihn jetzt hierher. Ja, so. Was mache ich mit diesem ME-Interface? An dieses ME-Interface schließe ich jetzt was an. Und zwar einen Exportbus. Und zwar einen Precision. Einen Precision Exportbus. Den schließe ich jetzt so an. Ja. Warum tue ich das? Ich möchte Folgendes machen. Ich möchte den verbinden. Ja. Und der Exportbus, der exportiert ja Items aus dem Netzwerk heraus. Wohin tut er das? Ins Netzwerk wieder hinein. Das ist quasi so eine Schleife. Ja. So, der Trick an der ganzen Geschichte ist, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier Glas haben. Ja. Nehmen wir mal an, ich möchte ja, immer Glas drin haben. Ich crafte jetzt mal ein paar, damit ich überhaupt welche habe. Ja. Und das Crafting generell funktioniert ja mit dem Glas. So, da kommt ein Glas. Hole ich mir raus und tue es in den Exportbus. Was wird jetzt passieren? Er wird jetzt natürlich das Glas schnappen, schwupp hier rein und wieder hier rein. Das heißt, eigentlich wird gar nichts passieren. Ja? Mal ist einer weg, mal ist er wieder da. Ja? Weil das läuft jetzt hier einfach im Kreis. Ja? So, warum habe ich das getan? Wir können nämlich hier sagen, Move Single Items oder ganze Stacks oder Craft sie die ganze Zeit. Wenn ich das mache, jetzt craftet er die ganze Zeit, sehen wir hier Glas. Weil ich hier gesagt habe, ständig exportieren, ja, und immer craften. Das heißt, der craftet jetzt Glas bis an den jüngsten Tag. Okay. Jetzt müssen wir das noch begrenzen. Ja. Weil wir wollen ja hier nicht das Netzwerk mit Glas fluten. Ja, sondern wir möchten eine bestimmte Anzahl. Und das können wir nämlich auch machen. Und jetzt kommt es nämlich. Achtung. Es gibt ein Kabel sozusagen. Und dieses Kabel, das kann uns Informationen darüber geben, wie viele Items einer bestimmten Sorte sich im gesamten Netzwerk befinden. Ja. Das ist hier folgendes. Der ME-Level-Emitter. Ja, so der ME-Level-Emitter. Ja, ich tue den jetzt mal hier oben drauf. Das ist natürlich voll der falsche. So, der ME-Level-Emitter. Da kann ich ein Item reinlegen und dann kann ich sagen: Hier mach ein Redstone-Signal, wenn mehr.
wenn genauso viel oder mehr als diese Ziffer hier drin stehen, oder wenn gib ein Signal aus, wenn es unter dem Level ist oder was auch immer. Ja? So, gucken wir mal. Wir holen jetzt mal Glas und sagen, okay, ich lege jetzt hier ein Glas rein. 15 haben wir jetzt im Augenblick im Netzwerk. Ich möchte, dass du ein Redstone-Signal emittierst, wenn wir weniger oder gleich 64 Glas im System haben. Und siehe da, dieses Ding liefert mir ein Redstone-Signal. Ja. Ich ändere jetzt mal den Wert. 24, klar, ist immer noch höher. Ich gehe jetzt mal auf 14, zack. Das passt, ne? Wir haben nämlich 15. Ja, jetzt emittiert er nicht mehr. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte ständig 128 Glas hier drin haben. Hier kann ich Glas produzieren und hier muss ich nur noch sagen, aktiviere dieses Teil, wenn du ein Redstone-Signal bekommst, nämlich von hier. Ja, also wenn der hier sagt, es sind weniger als 128 Stück im System, dann geht hier das Redstone-Signal an und der hier fängt jetzt an zu craften. Active when signal, so muss ich ihn einstellen. Ja, also sobald der hier sagt, hey, weniger als 128, soll der hier loslegen und anfangen zu craften, bis es wieder 128 sind und dann ist okay, dann soll er aufhören. Tut er auch, weil dann hier das Redstone-Signal ausgeht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie ihr seht, das ist keine Verbindung hier, ne? Das ist echt nur ein Signal. Ja? Und damit dieses Ding auch tatsächlich funktioniert, muss ich den hier noch tatsächlich hier nochmal verbinden. So, ja, damit er überhaupt hier exportiert. Ja. Und jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an. Ne, gucken wir mal den Crafting-Computer. Wir sehen, er craftet. Ja. Ich beschleunige das jetzt ein bisschen, indem ich hier noch ein bisschen Glas reinwerfe. Ja, holen wir uns nochmal Stack 101. Den Rest lassen wir craften. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Der sollte eigentlich so bei 128 sollte er dann aufhören. Ja, das wird jetzt nicht ganz genau hinhauen, weil wir immer im 6er-Pulk craften. Ihr erinnert euch, 124, 125, 26, Achtung, zack, das Signal ist aus. Jetzt kommen die restlichen vom Crafting-Prozess, die noch in der Maschine sind. Und das hört jetzt dann auf. Das war's. Jetzt haben wir immer mindestens 2 Stacks Glas in unserem System drin. Das ist doch mal ein Wort. Also so können wir halt ein bisschen Material vorhalten, ja, ohne dass uns das System überläuft. Ja. Das können wir auf diese Art mit jedem Material machen, das wir im System haben. Wir können Eisen ein bisschen vorproduzieren, wir können Gold vorproduzieren, wir können, ja, keine Ahnung, was wir halt so beim Crafting brauchen. So, also ihr wisst, wie man die Bussysteme einsetzt, Import, Export, wie das hier funktioniert, ist auch klar. Und ja, für was könnte man denn das noch brauchen? Ja, zum Beispiel, gehen wir mal hier rüber. Wir haben ja hier unsere Stromversorgung mit dem Bioreaktor. Dort tun wir Saplings rein und Seeds und so weiter. Und im Augenblick machen wir das, wie wir hier sehen, mit dem Logistik-Pipe-Netzwerk, indem wir einfach sagen, hier pump rein, was das Zeug hält. Aber wir laufen hier mit Gefahr, dass vielleicht eine Farm aus irgendeinem Grund nicht hinterherkommt mit dem Produzieren und uns dann auf einmal zum Beispiel die Baumsaplings ausgehen. Das wäre doof. Ne? Wir produzieren jetzt hier zwar im Augenblick genug, aber es könnte aus welchem Grund auch immer passieren, dass wir irgendwann nicht mehr genug produzieren. Ja, wenn wir hier einen Export-Bus anschließen, zusammen mit diesem hier, mit dem Level-Emitter, ja, mit diesem da, ja, dann können wir ganz genau sagen, pass mal auf, tu nur Oak Saplings in den Bioreaktor, exportiere die nur da rein, wenn wir mehr als so und so viel haben. Zum Beispiel. Damit ist gewährleistet, dass immer zum Beispiel 64 Saplings im Netzwerk sind, damit die Baumfarm laufen kann. Und wenn es mehr werden, dann verbrät er sie hier rein. Zum Beispiel.
Ja? Also das ist eine Möglichkeit des Einsatzes. So, also Bussysteme ist klar, rein, raus. Ja? Und jetzt will ich euch noch was ganz anderes zeigen, was relativ neu ist. Es ist ja hier das ME, Meta Energy Netzwerk. Und es gibt hier eine neue Waffe, in Anführungszeichen. Und auf die möchte ich jetzt auch eingehen. Die ist nämlich gar nicht mal so doof. Ja? Im ersten Augenblick habe ich gedacht, so, hä, was soll denn das? Das ist die Meta Cannon. Ich mache das jetzt mal alles hier weg. Die Meta Cannon. Also diese Meta Cannon, das ist eine Knarre, eine Kanone, eine Wumme. Die kann ich rechtsklicken und dann feuert die. Die hat jetzt aber im Augenblick keine Ammo, also keine Munition. Ja? Und außerdem, wenn man mit der Maus drüber geht, sieht man, die braucht auch Energie. Mhm. Also wir brauchen Munition und wir brauchen Energie. Gehen wir mal auf die Energie ein, wo kriegen wir die her? Ja? Wir brauchen dazu ein neues Teil, nämlich den ME Power Relay. Und den ME Power Relay, den schließe ich, ich schließe ihn jetzt mal hier direkt an. Ich glaube, den kann ich nicht hierhin anschließen, oder? Ich probiere es einfach mal. Wenn ich die Meta-Kanonen in den ME Power Relay reinlege, dann füllt sie sich mit Energie aus diesem Ding hier. Ne? Aus dem ME-Netzwerk holt die sich Energie ab und lädt sich auf. So weit, so gut. Ja. Warten wir mal kurz, bis sie ganz voll ist. Das geht ja relativ schnell. Ja. 200k ist ja, lädt sich ja wirklich flott. Ja. Ich nehme an, wenn sie voll ist, kommt sie hier raus. Okay, passt. So, jetzt ist die voll. Mal gucken, ob sie schießt. Nein, sie hat immer noch keine Munition. Was kann ich da jetzt überhaupt als Munition reintun? Also als erstes kann ich mal reintun die ganzen Nuggets, die es so gibt. Ja? Die hier. Iron Nugget, Copper Nugget, die ganzen Metall Nuggets, ja, kann ich da reintun. Ich hole mir jetzt mal einen. Ja? Wie tue ich den jetzt da rein? Ja, ich kann den nicht einfach hier irgendwie draufziehen oder so. Nee, da geht nichts. Ne? Rechtsklicken, nee. Diese Meta Cannon ist quasi wie eine Storage. Das heißt, wie so eine Diskette hier. Ne? Entschuldigung. Wie so eine Diskette. Und wo kann ich eine Storage einzeln befüllen? Ja, hier. In einer ME-Chest. Das heißt, ich nehme die Meta Cannon, tu die hier rein, tu den Iron Nugget rein, ja, und jetzt nehme ich sie wieder raus. Und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, ein Iron Nugget als Ammo, und wir sehen, die hat auch nur Storage, ne? 9 auf 512 Bytes used. Energie hat sie auch, ja, die ballert jetzt, ne? Gucken wir mal. Ab, du Kuh. Puh. Ja. Die Kuh ist zwar nicht tot. Okay, jetzt haben wir da keine Ammo mehr. Die Kuh ist zwar nicht tot, aber ja, das hat gewirkt. Leider macht es kein Geräusch. Ja? Also, die Kuh ist jetzt auch nicht gleich tot umgefallen. Das heißt, die Kraft dieser Meta-Cannon ist jetzt auch nicht so brachial. Ja? Das hängt ein bisschen davon ab, was ihr als Munition reintut. Wenn ihr da ein Gold oder sowas, ein Goldnugget reinmacht, dann wummert die schon ordentlich. Ja? Also je besser das Material, desto aua. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, was soll denn das? Ne? Ich meine, Meta-Kanon, wir haben hier ja auch diese Power-Armor und so weiter. Ne? Da ist es ja eigentlich, was soll denn das? Ne? Ist ja total sinnfrei. Nee, ist es nicht. Das ist mir aber erst später aufgefallen. Und warum es das nicht ist, das zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch erstmal noch, wo ihr noch Munition herbekommt. Es gibt nämlich noch eine Munition, die können wir herstellen, ja, die uns kein Nugget frisst, also kein Metall oder sowas, das wir ja für andere Dinge brauchen. Es gibt nämlich hier sogenannte Meta Balls. Mhm.
Und diese Metaballs, die kann ich mit dem ME-Netzwerk herstellen. Wie mache ich das? Ja. Dazu brauchen wir einen ME-Kondenser. Dieser ME-Kondenser, der komprimiert Energie in Materie und macht daraus Metaballs. Ja, ich stelle mal hier her. Der braucht keinen Strom dafür. Mach ihn mal auf. Und hier sehen wir was. Hier können wir eine Disk reinwerfen. Ja. Hier können wir Disable, Click, Toggle, Delete via Shift und so weiter. Hm, okay. Und hier können wir... Ach, guck mal, da sind sie. Hier, Metaballs. Der kann Energie oder Items in Metaballs umwandeln. Wie macht er das? Dazu braucht er hier an dieser Stelle, wir kennen dieses Symbol, ja, brauchen wir ein Storage-Modul. Ich tue jetzt mal ein kleines rein. Hier dieses, wo ist es denn? Da, dieses da. Storage Cell. Ja. Die muss hier rein. Ja. Und hier muss eine Disk rein. Was für eine Disk muss da rein? Hier muss zum Beispiel, ich schnappe mir jetzt hier mal eine Disk, die ist leer. Ja. Und wir müssen dieses Ding mit Materie befüllen. Ja. Was haben wir denn? Ja, wir haben hier zum Beispiel einen ganzen Haufen Cobblestones. Ich formatiere jetzt diese Disk hier, die ich gerade rausgenommen habe, formatiere ich jetzt, dass sie Cobble aufnimmt. Cobblestones. Da sollen nur Cobblestones rein. Formatiere die und lade mir die voll in meinem I.O.-Port mit Cobblestones. Ja, ich habe das alles so eingestellt, dass er hier aus dem Netzwerk auf die Disk die Cobblestones speichert. Legen wir es mal rein. Gucken wir mit der Maus drüber. Er müsste jetzt gleich anfangen, hier Cobblestones zu... Ja, passiert doch. Ja. So, zack. Die Disk ist voll. Ja. Kontrollieren wir mal. Legen wir sie mal hier rein in die ME-Chest. Okay, 8000 Cobblestones. Wunderbar. Jetzt gehen wir her, legen die hier oben rein in den ME-Kondenser und wir sehen, hier kommen Metaballs raus. Schick, schick. Wir schnappen uns die Metaballs, legen die Kanone hier in die Chest und laden sie mit Metaballs. So, und jetzt haben wir eine schussfertige Kanone. Ja, was soll das jetzt alles? Ich zeig's euch. Also auf Viecher schießen ist eine reichlich langweilige Geschichte. Aber diese Kanone kann nicht nur auf Viecher schießen, die kann auch, wenn ich auf einen Block schieße, Blocks abbauen. Okay, soweit klar, ne? Plopp. Da kann ich jetzt also richtig hier auf Distanz, ne? Kann ich so richtige Löcher reißen und ich kann die Items auch wieder einsammeln. Ja, gut, zum Abbauen ist es ja ganz witzig, ja. Aber was soll jetzt wirklich der Gag? Tja, hier in der Oberwelt eigentlich nichts. Aber es gibt ja noch eine Welt, in der wir buddeln wollen, müssen zum Teil. Da gehen wir jetzt hin. Nämlich in den Nether. Ich hole mir jetzt hier ein bisschen Obsidian. Und ein Flint and Steel. Und dann besuchen wir mal den Nether. Bauen wir uns hier ein Nether Gate. Ich meine, ich mache das hier so locker. Cheat mir hier die Items. Ja, das ist alles nicht so easy im normalen Game. Aber das kriegt ihr auch hin. Ja. Und verschwinden wir mal kurz in den Nether. Oh. Cool. Gut. Okay. Ja, ihr seht, ich war schon einmal da. Da habe ich nämlich schon was... als ich das erste Mal hier rein bin, dann kam hier direkt ein Lavastrom direkt aufs Tor. Hier war alles zu mit Lava und ich habe das gefixt. Ja.
Also ein bisschen habe ich jetzt vorgecheatet. Ja. Und hier kam noch ein Lavastrom, ein zweiter. Dann habe ich hier, könnt ihr euch vorstellen, war hier alles voll. Ne? Okay. Oh ja, ganz wichtig. Wenn wir in den Nether gehen, dann machen wir natürlich uns einen Waypoint zum Gate. Sonst wissen wir nicht mehr, wo wir nach Hause kommen. Ne? Sehen wir hier? Okay, Gate. Ja, jetzt mache ich mal Folgendes, damit ihr wirklich den Sinn seht dieser Kanone. Ich mache jetzt die Viecher an. Ja, ja. Quack, quack. So, und ich will jetzt gar nicht auf die schießen. Könnte ich natürlich, ja. Ich mach's nicht. Nee. Viel wichtiger ist Folgendes. Wenn wir hier rumfliegen, ja, und haben hier so da oben so einen Schweinebärmann, der hier, und die werden ja immer ganz nervös, wenn wir hier was abbauen. Ja, also wenn wir hier mit der Spitzhacke oder so das Material klauen, dann sind die gar nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Ne? Kann ich euch beweisen. Ich nehme mir mal eine Diamond Pickaxe, ja, und solange ich hier nur den normalen Kram wegbaue, ist noch alles friedlich, ja. Aber in dem Augenblick, wo ich hier rangehe, okay, vielleicht nicht in dem Modus, Moment. Jetzt muss ich aufpassen, was ich tue. So, Game-Mode 0. Wir sind also jetzt verletzbar. Solange wir nichts tun, passiert auch nichts, ja. Aber in dem Augenblick, wo wir hier... Ulalalala, hey, hallo, 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 hey, hey, Game-Mode 1, ha, fällt aus, wegen ist nicht, ihr könnt mir nichts. So, also, in dem Augenblick kommen die und brüllen gleich rum und machen uns hier das Leben zur Hölle, ne? Ne? Finden die nicht witzig. Wenn ich aber dieses Material mit der Kanone abbaue, haben die hier was gegen mich? Haben sie nicht. Liegt hier gerade Material rum? Wenn ich das Material mit der Kanone abbaue, dann interessiert die das nicht mehr. Ich mach das mal. Und schieße jetzt hier drauf. Ah, sie macht's nicht. Ah. Mist. Okay, da muss ich mit was anderem ran. Da müsst ihr mit richtigem Material ran. Ach, das ist ärgerlich jetzt. Ach, und ich kann es von hier aus nicht befüllen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Oder wenn ich dann hier so nach oben gucke und sehe jetzt, ah, super geil, hier das Zeug, ne? Dann schießt ihr da einfach drauf, ja? Oder da oben, ne? Einfach drauf schießen, pupp, kommt der Kram runter. Und ja, ihr müsst da nicht hochkraxeln und so weiter, ja? Also da macht es dann Sinn, ja? Aber ich möchte es jetzt doch noch verifizieren. Nicht, dass ich euch hier Müll erzähle. Es ist nämlich immer so, wenn man im Cheat-Mode spielt, verhält sich das Game halt ein bisschen anders. Ich lade jetzt mal die Kanone mit richtig gutem Zeug. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Um wirklich sicher zu sein, dass das alles so ist. Hä? Ja. Also da bin ich aber nicht in den Nether gegangen. Okay. Das ist ja mal aufregend. Und du guck nicht so blöd. Ja. Ich fliege durch, weil es mir passt. Mhm. Na, sowas bescheuert. Also sowas. Wie? Gut. Okay. Wir wollten die Kiste laden. Wir holen uns... Ja, was holen wir uns denn? Wir holen uns Nuggets. Silber, Tin, Lead, Ferris, Elektrum, Invar, Shiny wäre natürlich. Also ich nehme jetzt mal Gold Nuggets. Und gucken wir, ob die das dann abbauen. Tun wir hier mit Gold Nuggets laden. Okay. 26 Gold Nuggets. Das müsste jetzt schon ordentlich wummern. Ja. Gehen wir hier wieder durch unser erstes Gate. Zip, wieder zurück. Zip, wieder rein. Da oben ist so ein Schweinebärmann. Ja.
Du hast jetzt noch nichts gegen uns. Game Mode. Angst, Angst, Angst. Was? Bist du ruhig? Ihr seht. Ich kann den Kram abbauen, ohne dass die mir dazwischen funken. Ja? Solange ich die nicht anschieße, machen die mir nichts. Cool, ne? Also das hat schon Sinn. Ja? Und vor allen Dingen, mir ist noch nie aufgefallen, dass einer dieser Monster ein Minion Stone droppt, wenn wir ihn damit abschießen. Ja? Das heißt, dieses Abfeuern ist quasi gar nicht, wie soll ich sagen, das ist, wie wenn ihr es gar nicht gemacht hättet. Die Jungs, die wissen gar nicht, dass wir das waren. Ja? Denn wenn die Minion Stones droppen würden, dann wären wir an dem Tod beteiligt gewesen sozusagen. Waren wir aber nicht, weil, das zählt irgendwie nicht. Ne? Labber, wo ist unser Gate? Ich will wieder raus hier. Ich hasse Nether. Nether ist für mich ganz schlimm. Bloß weg hier. Also, die Kanone. Ja. So, und jetzt kommt nämlich... jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Wo? Da, hier, Schulgelände. So, und jetzt zeige ich euch nochmal was mit den Basses, nämlich wie wir diese Kanone vollautomatisch mit den Basses und so weiter befüllen. Ja, und für was das noch alles gut ist. Meine Herren, ist hier was los? Voll die Party. Wieso ist denn das Licht aus? Wird es gleich hell oder was? Tatsächlich. Ruhe. Oh, nein! Nein! Ich hab's kaputt gemacht. Ach Mann, ist es ärgerlich. Naja, gut. Also, ihr seht, wenn er da nicht aufpasst, dann... ja, Loch in der Wand ist nix, ne? Und ich habe das Crafting kaputt gemacht. Machen wir es richtig kaputt. Wie tun wir das jetzt automatisieren? Hier, diesen da. Ne? Wir wollen ja automatisch möglichst... Metaballs, ja. Halt die Klappe. Ja, spinn ich? Das ist richtig. Edge. So. Schnappen wir uns mal diesen hier, den Kondenser. Ja. Den tue ich jetzt mal hierher. Macht das Sinn? Na, macht's nicht. Aber okay. Wir tun wieder den hier rein. Und jetzt arbeiten wir mal mit den Bussen. Nämlich mit dem Exportbus. Und zwar den Precision Exportbus. Einer reicht. Und den tun wir hier oben drauf. So. Ich möchte Items, von denen ich ganz viele habe, die mir das Netzwerk überschwemmen. Ja. Zum Beispiel hier aus den Quarries kommt ja Cobblestone ohne Ende. Ja. Möchte ich jetzt automatisch Metaballs herstellen. Ja. Das heißt, ich exportiere jetzt hier rein einfach Cobblestone. Ja, mache ich. Ich lege hier einen Cobblestone rein. Move Single Items. Ja, komm, mach's gleich stackweise. So, und wir sehen, er produziert munter Kram. Ja. Den er aber nirgends hin tut. Ja. Jetzt schnappe ich mir einen Importbus. Basic reicht. Ja. Und schließe den einfach mit an. Hier. So. Und wie wir sehen, jetzt werden die Metaballs in unser ME-Netzwerk reingepumpt. Da kommt einer nach dem anderen. Und die Cobblestones, ja, die werden jetzt immer weniger. Ja. Damit uns der Laden nicht leer läuft an Cobblestones, weil ein paar sollten wir halt doch haben, ne, mache ich jetzt hier wieder ein Level-Emitter dran. Und zwar hierher. Und sage, pass mal auf, wenn wir... komm, geht es nicht flotter? Ja, so ein paar tausend halt, ja. Emit, when levels are below or equal? Nee. Wenn wir mehr als 3712 Cobblestone haben, Cobblestone, dann sollst du ein Redstone-Signal emittieren. Tut er hier. Und dir sage ich, pass mal auf, ich möchte
nur, dass du craftest oder dass du das Zeug da reinpumpst, solange wir mehr, solange hier ein Redstone-Signal kommt und wir mehr als 3712 Cobblestone haben. Ja? Wenn ich hier was anderes reinmachen würde, also wir haben ja hier noch einen ganzen Haufen Zeug, ne? Also wir könnten ja auch Erde, da tauschen wir einfach dann hier den Cobblestone gegen Dirt aus und schon, ja, wird der Dirt vermanscht, ja, und hier munter zu Metaballs, ja, Metaballs verarbeitet. So, und jetzt kommt der Clou, jetzt kommt der absolute Clou. Ich schnapp mir jetzt Metaballs und vorhin habe ich gesagt, diese Meta-Cannon ist wie so eine Storage. Und wenn die wie eine Storage ist, dann kann ich die auch formatieren, ja. Und wenn ich die formatiere mit Metaballs, ja, zack. Metaballs. Ein R kann ich nicht schreiben, wisst ihr. Metaballs, ja, dann kann ich die auch irgendwo reintun, zum Beispiel hier rein. Ja. Und er wird hier die Metaballs reintun. Ja. Oder ich kann sie hier reintun, dann kann ich sie auch von Hand befüllen. Ne? Aha, sehr witzig. Okay, Moment bitte. Die kann nämlich nur ein Item, kann die drin haben. Jetzt schauen wir mal, ob da jetzt die Metaballs reinkommen. Vielleicht muss ich sie nochmal neu formatieren. Nee, das hat ihn jetzt schon gestört, dass da die Gold Nuggets drin lagen. Ich mach's nochmal hier. Format Metaballs. Und wenn die formatiert ist, sollte die eigentlich als Supergerät sozusagen dastehen und höchste Priorität bekommen für Metaballs. Aber kriegt sie nicht. Warum nicht? Ich glaube, ich habe sie vergeigt. Ja, kein Problem. In meinem Fall kann ich ja einfach hergehen, kann mir eine neue holen. Ja. Ich nehme jetzt eine volle. Komm. So. Formatiere die nochmal. Metaballs. So, aber jetzt. Funktioniert jetzt. Los. Der Vorführeffekt. Super Sache. Ja. Ich tue jetzt einfach mal ein paar Metaballs rein. Mal gucken, ob es ihn dann interessiert. Jetzt interessiert es ihn komischerweise. Ja. Also jetzt kommen sie rein. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Ja. Tut mir leid. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es gedacht habe. Ja. Wenn auf jeden Fall welche drin sind, ja, dann bekommt die Priorität. Und jetzt will ich die ganzen Metaballs, die wir bereits hier im Netzwerk haben, ja, die 113 Stück will ich da drüben drin haben. Ich tue die Kanone einfach hier in unseren I.O.-Port rein. Ja, gucken wir mal. Zack, jetzt sind alle Metaballs da drin. Und ich kann die einfach jetzt hier in die Storage reintun oder so. Ja, da lädt es sich jetzt gemütlich auf. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, ja, wo dann nichts mehr hinterherkommt. Ja. Beobachten wir das hier nochmal in der Kiste. 94, 95, ich kann sie auch da drin liegen lassen, ist kein Problem. Ja. So, das war's jetzt für diese Folge. Wilde Geschichten haben wir heute gemacht. Das sieht ja schon so pyramidenmäßig aus. Hey, hallo, was Apparat. Ja. Also, ihr wisst, wie ihr die Exportbuses verwendet, wie ihr hier die Level-Emitter verwendet, um bestimmte Effekte hier, Pre-Factoring und solche Sachen zu machen. Und diese coole Kanone hier, mit der ihr ungestraft im Nether minen könnt, ja, und euch auch ein bisschen wehren könnt. Also die tut auch ein bisschen weh. Da müsst ihr zwar auch nicht draufballern, aber naja, was soll's. Ne? Gut, das war's für diese Folge. Und ich lasse mir was für die nächste Folge einfallen. Auf jeden Fall repariere ich das Loch da hinten. Und ja, viel Spaß beim Kanonenbuddeln und beim Busse hin und her schippern. Ihr wisst Bescheid. Euer Goran. Viel Spaß. Ciao.